Manchmal denkt man sich, wenn man irgendwas liest, ja, ich weiß nicht, spielen jetzt ihr oder spielen die anderen, finden die anderen das alles normal? Und ich glaube, man wird jetzt einfach gut, wenn man irgendwas liest, denke ich, ich bin nicht allein auf der Welt. Also es gibt dann doch noch andere, die vielleicht ähnlich denken. Und wir finden uns in Zeiten, wo das Normale so, ja, fast schon pervertiert wird und das Perverse soll normal sein. Und irgendwie denkt man sich, man ist so verloren. Und manchmal tut es einfach gut, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht allein. Die Sensibilitäten sind so aufgestellt, dass man sagt, wenn man schon einen Witz über, keine Ahnung, du postest ein Katzenfoto und dann richtig Leute drauf und sagen, ah, oh, das ist Tierquälerei oder das ist das und das. Also weil ohne Humor erträgt man ja das alles nicht mehr, was gerade um einen herum passiert. Monika Gruber, ein großes Vorbild von den Comedians, hat sich über die aktuelle Politik geäußert, vor allen Dingen auch zu dem woken Gender-Wahnsinn. Sie rechnet nicht nur mit einer Frau Baerbock, sondern mit anderen Politikern auch ab. Wir leben in hysterischen Zeiten und deswegen schauen wir uns hier die Highlights dieses Interviews an. Und ich finde einfach so dermaßen beschämend, wie die Online-Community, viele auf Twitter von der grünen Bubble, sie dafür fertig machen. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau, weil sie mit der einzige Comedian ist, der es wirklich so brisant, vor allen Dingen auch so genial rübergebracht hat, wie sie. Und deswegen schauen wir uns direkt dieses Interview an. Wie immer, Teil dieses Video. Wir müssen die Menschen aufklären, dass wir eben auch die Politik ganz genau analysieren sollten. Es werden Scheindebatten geführt und das fand ich auch sehr interessant. Ihr ist nämlich hier ein Partner, nämlich Andreas Hock, auch im Gespräch. Und was der zu sagen hat, ich glaube, das spricht sehr, sehr vielen Menschen aus der Seele. Ich glaube, es ist ganz eminent wichtig, weil ohne Humor erträgt man ja das alles nicht mehr, was gerade um einen herum passiert. Die Welt ist ja voller Krisen, voller Kriege. Und wir greifen das natürlich auf, aber immer mit einem Augenzwinkern, weil sonst kriegt man Magengeschwür, wird krank und schwermütig. Und es ist aber trotzdem wichtig, die Wahrheiten anzusprechen, aber halt immer mit einem Lächeln im Gesicht. Wie schwierig ist es ja, also gerade auch auf der Bühne? Ja. Ja, man muss schon teilweise ein dickes Fell haben, gell? Aber wir sprechen uns ja, wir haben uns Gott sei Dank, wir haben einander und wir tauschen uns immer aus und das ist ganz gut, einen Sparringspartner zu haben. Und insofern, ja, wenn ich zu euphorisch oder zu, wenn der Gaul mit mir durchgehen würde, dann bremst wieder Andi wieder ein. Und insofern, ja, man ist nicht davor gefeit, dass andere Leute über ein Urteil, egal über was man schreibt. Also momentan ist ja, die Sensibilitäten sind so aufgestellt, dass man sagt, wenn man schon einen Witz über, keine Ahnung, du postest ein Katzenfoto und dann richtig Leute drauf und sagen, ah, oh, das ist Tierquälerei oder das ist das und das. Also alles wird beurteilt, die Zeiten sind hysterisch und ich fürchte, die bleiben so eine Zeit lang. Aber ich finde halt, man muss in der Lage sein, A, über alles zu reden und B, auch über fast alles einen Witz machen zu dürfen. Und dann auch nicht alles allzu bierernst zu nehmen. Das ist halt auch wichtig, finde ich, weil sonst wird man ja narrisch. Du bist immer meine Stütze, wenn ich irgendwas lese, wieder, dass es im Stuttgarter Rathaus Tamponspender in Männerklos gibt, dann denke ich, das gibt's doch jetzt nicht. Und dann muss ich mal aufregen, rufe ich einen Andi an und ich glaube, der hat sich dann dazu bereit erklärt, mit mir dieses Buch zu schreiben, weil er so genervt war, dass ich ständig anrufe und weil seine Frau, glaube ich, sich sonst scheiden lassen wird. Und dieses Buch kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist wirklich genial. Also ich musste herzhaft lachen an der einen oder anderen Stelle. Wichtig ist aber, hier wird genau dieses Beispiel rausgepickt. Man könnte tausende von Beispielen mittlerweile rausnehmen. Alleine wenn man sich diese Gender-Texte ansieht von manchen Ministerien, dann kriegst du überhaupt nicht mehr den Inhalt raus. Also vor lauter Sternchen innen merkt man überhaupt nicht mehr, worum es denn eigentlich geht. Und ich finde es schon sehr pervers, dass teilweise Studenten dazu gezwungen werden. Und nicht falsch verstehen, diejenigen, die gendern wollen, können das gerne tun, aber das Ganze aufzuoktroyieren und immer wieder diese grüne Art von einer Frau Baerbock, das ist doch feministische Außenpolitik, das müssen wir jetzt an den Tag legen. Ich finde, dazu hat Mario Barth ja auch immer wieder schön deutlich gemacht, dass erst dann gegendert werden sollte, wenn eben auch Männer und Frauen gleich viel verdienen, dass es mal wirklich Gerechtigkeit gibt. Und das wird jetzt gleich nochmal richtig interessant, weil der Kollege hier, der sagt das richtig schön, dass wir Scheindebatten führen. Es werden also nicht die richtigen Probleme in unserem Land angegangen, sondern eben nur irgendwelche Scheinargumente, damit man sich mit den eigentlichen Problemen, so kommt es uns auch zumindest vor, nicht beschäftigen muss. Wir tauschen uns aus und das ist wirklich auch so eine Art Selbsttherapie, um mit diesem ganzen Irrsinn, der um uns herum passiert, einfach auch umzugehen. Und wenn irgendwelche Talkshows im Fernsehen laufen und wir uns drüber aufregen, dann glüht das Handy natürlich und das wird dann am nächsten Tag gleich zu Papier gebracht und das tut auch gut.
Und man muss ab und zu sagen, der Andi, der wohnt ja in Nürnberg und da ist er froh, dass er mal ab und zu mal in Genie Oberbayern hat. Das ist geschert. Also ich glaube, es richtet sich an alle, die noch einen Funken gesunden Menschenverstand haben und die auch nicht verstehen, was eigentlich los ist, warum wir uns auf die falschen Schwerpunkte konzentrieren. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass Phantomdebatten geführt werden in dem Land, dass einfach Dinge, die überhaupt nicht wichtig wären, erhöht werden und überhöht werden zu einer Bedeutung, die sie gar nicht haben. Also Beispiel Gendersprache, ja, das will kein Mensch und man hat aber das Gefühl, es geht um nichts mehr anderes. Und das kann man ja nur karikieren und lächerlich machen, weil nichts anderes ist es, wenn das am Mehrheitswillen so sehr vorbeigeht. Und das greifen wir auf, diese Themen greifen wir auf und versuchen sie pointiert ein bisschen auch lächerlich zu machen, weil ansonsten, glaube ich, passiert so, dass man wirklich einfach durchdreht. Ja, man muss ja manchmal sagen, manchmal denkt man sich, wenn man irgendwas liest, ja, ich weiß nicht, spielen jetzt ihre spielen die anderen, finden die anderen das alles normal. Und ich glaube, manchmal tut es einfach gut, wenn man irgendwas liest, denke ich, ich bin nicht allein auf der Welt. Also es gibt dann doch noch andere, die vielleicht ähnlich denken. Und wir finden uns in Zeiten, wo das Normale so, ja, fast schon pervertiert wird und das Perverse soll normal sein. Und irgendwie denkt man sich, man ist so verloren. Und manchmal tut es einfach gut, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht allein auf der Welt. Und du sagst immer gesunder Menschenverstand. Ich sage immer das, was die Österreicher sagen, das finde ich eigentlich passender, so Hausverstand. Das gefällt mir irgendwie besser, weil das impliziert, dass alles andere oder jeder, der anders denkt, wie ungesund ist. Und das ist ein Schmarrn. Aber Hausverstand ist einfach so, ja, wie wir halt aufgewachsen sind. Ich sage mal normal, bodenständig, am Bauernhof. Und dann ist man mit so einem Wertekanon halt groß geworden. Also ich zumindest, du wahrscheinlich auch. Oder du mit Sicherheit auch. Und dann empfindet man manche Sachen, die halt passieren oder die halt so irgendwie als gegeben hingestellt werden, als äußerst befremdlich. Und wirklich, man ist ja dann, ich bin ja nicht so, dass ich mir denke, alle anderen spinnen, nur ich weiß Bescheid, sondern ich denke erstmal irgendwie, vielleicht spinne ja ich. Und dann tut es einfach gut, wenn man weiß, ach, da ist noch der eine oder andere da, der findet ähnlich. Und ich glaube, das wird doch durch die Medien und vor allen Dingen durch die Tagesschau, aber durch alle Sendungen immer wieder auch provoziert. Dort wird immer wieder davon berichtet, Gendern ist ganz wichtig. Ich habe neulich erst wieder gelesen, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland war oder in Österreich, dass jetzt an den Ampeln auch Schwulen- und Lesbenpaare jetzt zu sehen ist, weil die sich ja diskriminiert fühlen beim Fußgängerüberweg. Also auch da sieht man doch, was haben wir hier nur angerichtet? Ich meine, die Nationalelf, die jetzt in pinken T-Shirts spielen sollen. Also die Frauen lachen doch sich total in die Hosen. Also beziehungsweise können es doch gar nicht mehr verstehen. Ist das jetzt unsere feministische Politik, die hier an den Tag getrieben wird, dass die deutschen Nationalspieler dann eben mit einem pinken T-Shirt-Trikot aufs Feld gehen? Also ich finde, es ist genau das, was hier in dieser Zeit passiert. Es sind keine Lösungen im Bilde. Und ich finde, das ist doch der perfekte Beweis, wie sie es auch gesagt hat, man denkt ja, man ist wirklich irre, man ist alleine. Ne? Wenn man gegen Gendern ist, dann ist man eine Minderheit. Aber das kommt nur durch diese Berichterstattung zustande. Immer wieder, weil das eben die einzigen Themen sind, gerade von grünen Politikern hat man das Gefühl, die immer wieder angesprochen werden. Und wie sagt man so schön, eine Lüge wird durch die Wiederholung nicht wahr. Und das ist genau das Problem. Es sind 0,000 gefühlt und dann kommt irgendwann eine 1 wahrscheinlich, die das Gendern gut finden. Machen wir doch mal den Praxistest. Teil dieses Video und schreib gerne in die Kommentare, ob du jemals genderst bzw. gegendert hast. Ich bin gespannt auf die Antworten und morgen kommt auf jeden Fall noch weiteres von einer Frau Gruber. Ich finde das sehr, sehr spannend, was die Frau zu sagen hat und dementsprechend bis zum nächsten Mal.